Und läuft es? Es läuft? Okay, noch ein Filmtipp. Und der Polunder ist schwarz, aber ist kein Trauerfall. Die sind schon alle tot, also schon jahrelang tot. Das ist einfach nur, damit ich besser aussehe. Filmtipp. Die Todesbruch der Shaolin hatte ich früher mal auf VHS-Video und fand ihn irgendwie unheimlich cool, gell? Natürlich Bad Taste, ja, also nicht, dass das jetzt ein wahnsinnig guter Film ist, aber Bad Taste, wir haben uns damals schief gelacht. Und dann habe ich ihn mal gefunden in so einem Underground-Laden bei uns im Kaff und dann habe ich ihn einfach gekauft, gell? Limited Edition. Die Nummer 393 von 500. Das ist schon okay, oder? Und wer spielt mit? Wang Yu, der Karatebomber. Und Lung Fei, die Todeskarawane der Shaolin. Uncut, 96 Minuten. Das ist natürlich schon ein Ding. Ne? Schon der Anfang, schon den Anfang finde ich ganz spaßig. Ne? Das ist irgend so ein Stein, da steht da ein Meer oder irgendwas. Ich habe viele Jahre nicht mehr gesehen. Und dann die Wellen, gell? Und da steht irgendwie so chinesische Schrift auf diesem Stein eingemeißelt. Und dann erzählt irgendeiner, was da steht, gell? Und erzählt und die Wellen und der Stein und die Wellen und der Stein. Und so viel Text steht da überhaupt nicht auf dem Stein. Und er erzählt, gell, wie es so war früher. Das ist irgendwie so ein Piratending, ne? Zwar ohne Schiffe, aber so eine Piratendummer. Ne? Da landen irgendwelche japanischen Piraten an der Küste und unterjochen alles, ne? Bla bla bla, so das übliche Ding. Aber sehr gelacht drüber. Braucht natürlich ein bisschen Fantasie für die Bad-Taste-Geschichten. Den gibt es auch in irgendeiner Wang Yu-Box. Aber das Teilchen gefällt mir irgendwie besser. Man sieht es doch hoffentlich, oder? Also so eine Szene erinnere ich mich auch irgendwie in so einem Kaff und die bösen Piraten kommen da, ne? So eine Western-Szenerie einfach. Ne? Der Wang Yu sitzt da in so einem Restaurant und hat die Stäbchen, isst so seine Nudelsuppe. Und draußen braut sich schon das Unheil zusammen, ja, so westerntechnisch, ne, da Typen und da Typen und da Typen und es wird schon langsam eng. Und irgendwie hatte man da so einen Gag, ich weiß gar nicht mehr so. Ne. Ja, irgendwie sagt dann diese Mörderbande, oh, wir müssen vorsichtig sein. Ja, genau, wir müssen vorsichtig sein. Oder hat so ein Kumpel gemeint oder ich, ja, hat immer noch die Essstäbchen. Er macht es natürlich platt, klar. Spaßige Geschichte. Kann man schon haben. Okay, danke.